Hallo und herzlich willkommen, liebe Gaming-Freunde. Hier ist wieder euer Gudi mit einem weiteren Video zu Forza. Ab nach Mexiko und heute schauen wir mal. 50 Runden Goliath. Ist es das wert? Ist es den Strom wert? Die Ausdauer? Was auch immer. Denn wir haben oft genug darüber geredet, dass das funktioniert, sozusagen AFK 50 Runden Goliath zu machen oder 20 oder 10 oder wie auch immer. Auf alle Fälle, was kommt denn am Ende bei rum? Das werden wir uns anschauen. Und hier nochmal als kleiner Tipp, damit euer Controller nicht ausgeht. Einige scheinen damit ein Problem zu haben. Ihr müsst euren Controller per Kabel an die Konsole direkt anschließen. Es hilft nicht, eine Powerbank dran zu machen oder sonst irgendeinen USB-Adapter oder ähnliches. Direkt an die Konsole. Ich mache das sogar so, um einfach auf Nummer sicher zu gehen, dass diese ganze Sache auch funktioniert. Ich nehme sogar die Akkus raus. Ich nehme sogar die Akkus aus dem Controller raus, packe den dann einfach per USB-Kabel ran an die Konsole und dann läuft das Ding auf alle Fälle so viele Stunden durch, wie ich noch Strom in der Leitung habe. Also das sollte das geringste Problem sein. Und jetzt guckt man natürlich erstmal auf die Stats drauf. Was wir vorweg haben, ich bin hier Level 206 mit einem Sternchen davor, habe 32,5 Millionen Credits auf dem Konto, habe aktuell, wie viele Meisterschaftspunkte? 869 Meisterschaftspunkte, das sind genau die Werte, die wir dann nachher vergleichen werden. Ich denke mal, die Auszeichnungspunkte sind da nicht so wichtig, die Kohle ist wichtig. Natürlich, wie gesagt, hier die Skillpunkte sind ganz, ganz wichtig, der Level und dann machen wir das Ganze. Ich habe es euch bereits schon in einem anderen Video gezeigt. Ich werde es nochmal verlinken, wie das Ganze funktioniert. Hier machen wir das jetzt quick und dirty. Auto, nehmt ein stabiles, habe ich auch letztes Mal gesagt. Ich empfehle, wenn ihr habt, ich weiß genau gar nicht, wovon das abhängig ist. Viele werden das Auto haben. Ich nutze hier den X5M Forza Edition. Das ist das Auto, was ich nutze, womit ich keinen Unfall habe. Es gibt Leute, die haben Unfälle und bleiben am Baum hängen. Guckt euch den ganzen Krempel 4 Runden an. Würde ich mal vorschlagen, so 4 Runden, 3 Runden, guckt, ob das wirklich funktioniert. Nicht, dass ihr nach 9 Stunden dann aufwacht, um festzustellen, ihr klebt am Baum. Das macht die Sache nicht schöner und vor allem werdet ihr dadurch nicht reicher und ärgert euch nur. Wollen wir verhindern. Gut, dann als nächstes in den Creative Hub hinein. Event Lab ist angesagt. Event Blaupausen nutzen wir. Und wie gesagt, ihr könnt euch eure eigene Strecke machen, habe ich alles schon gezeigt. Hier quick und dirty, ich gehe einfach in meine History rein. Ich habe nämlich genau diese letzte Nacht schon gemacht, habe nur dummerweise vergessen, vorweg aufzunehmen, wie denn meine Punkte waren, wie viele Credits ich auf dem Konto hatte. Und deswegen werden wir heute die Nacht nochmal durchlaufen lassen und uns dann morgen das Ergebnis gemeinsam anschauen. Das bedeutet, morgen ist gleich in ein paar Sekunden hier im Video. Das ist das geringste Problem. Was noch wichtig ist, wo ich jetzt wieder zurückspringen muss, ist natürlich ganz, ganz wichtig auch, solltet ihr auf alle Fälle mit drauf achten. Sorry, dass ich das jetzt hier ganz kurz in die Länge ziehe, weil ich es hier wirklich gerade live für euch aufnehme. Gehen wir nochmal ganz kurz raus, denn ich möchte hier wirklich keinen Punkt für euch verpassen, dass ihr wirklich hier das Maximale natürlich mit nach Hause nehmen könnt, wenn man sowas schon dann macht. Und zwar gehen wir nochmal ganz kurz hinein ins Auto, hier in die Mastery. Und hier oben solltet ihr mindestens eine 1 stehen haben. Hier an diesen beiden Punkten. Ne? Das gibt dann nochmal zusätzlich EP oben drauf. Das lohnt sich wirklich richtig fett, da nochmal die Punkte drin zu haben. Deswegen ganz, ganz wichtig, dass ihr das habt. Und damit wieder zurück ins Rennen hinein. Dann haben wir hier nochmal ein paar Einstellungen, die wir machen werden. Wo wir darauf achten, dass wir dort die richtigen haben. So, das Rennen wieder ausgewählt. Solo soll es sein. Der M5 soll es sein. Und jetzt hier, wenn wir in die Schwierigkeit gehen, ist es halt wichtig, dass ihr hier einstellt. Unterstütztes Bremsen, automatisches Lenken, Traktionskontrolle an, Stabilitätskontrolle an, Schaltung, Automatik. Ja, das ist egal, das ist auch egal und auch das ist egal. Die Punkte sind interessant, oben halt das Auto, das automatische Lenken, das unterstützte Bremsen, Traktionskontrolle, Stabilitätskontrolle. Das solltet ihr auf alle Fälle haben. Und dann könnt ihr schon auf Starte das Rennen drücken. Und dann sehen wir uns gleich wieder, gleich im wahren Leben in 9 Stunden circa. Der Wagen hier braucht ungefähr 11 Minuten 30 für eine Runde. 50 Runden Goliath sind es, die hier auf uns warten. Und ich packe jetzt mein Gummiband an den Controller und bis gleich.
So, und da sind wir wieder. 9 Stunden, 27 Minuten später hat der BMW seine 50 Runden um den Goliath gerissen. Und jetzt schauen wir mal, was bei rumkommt insgesamt, denn zum Beispiel an Erfahrungspunkten. So, wir haben das Rennen gewonnen, das ist sehr schön. Und 3,1 Millionen. Alleine dafür, dass wir ein Forza-Car haben, gibt es 300.000. Perk-Bonus ist 1 Million. Ist schon ordentlich, ne? 3 Millionen. Ja, die Level, die rauschen jetzt ewig durch, ne? Das werden ein paar viele. Da können wir ruhig mal ein bisschen skippen. Der Super V-Spin, der ist jetzt, glaube ich, rein zufällig vom Level oder ähnliches her, dass ich den da bekommen habe. Den zählen wir jetzt einfach mal nicht mit rein. Ach, das Auto haben wir schon. Dann, wie immer, wenn ich ein Auto doppelt bekomme, dann verschenke ich es immer an. Ich verschenke es einfach immer. Egal was es ist, ich verschenke es, weil irgendjemand freut sich wirklich drüber. Hoffe ich jedenfalls, dass er nicht wieder einen Willis Jeep aus der Garage holt, sondern ein richtiges Auto. Das ist so mein Hintergedanke, deswegen also immer gerne verschenken, doppelte Autos. 40 Millionen haben wir jetzt auf dem Konto, Level massiv gestiegen. Wir gucken kurz hier rein, natürlich in die Wheelspins. Wie viele haben wir da insgesamt? 108. 108 Wheelspins. Da kann man auf alle Fälle ein bisschen was mit anfangen. Die werden wir auch gleich noch gemeinsam machen, damit ihr seht, was dabei noch herumkommt. Und das war letztendlich die Zusammenfassung. Ne? Also ich lasse jetzt die Wheelspins gleich für euch noch durchlaufen. So kann jeder, der halt Interesse dran hat, sich angucken, was kommt bei rum. Weil das müssen wir ja auch noch überlegen. Ne? Es kommt ja auf diese 40 Millionen obendrauf, kommt jetzt ja auch nochmal die Kohle, die wir aus den Wheelspins rausholen, die Autos, die wir da rausholen. Und der Level ist massiv gestiegen. Der Level, ich glaube, das ist das Uninteressantere. Interessant ist halt wirklich nur die Wheelspins, die bei rumkommen, die Autos, die bei rumkommen. Und es ist natürlich auch praktisch für die Leute, die halt, was weiß ich, sich ein teures Auto kaufen möchten und halt nicht so viel Zeit zum Spielen haben. Das muss man auch immer überlegen. Nicht jeder kann sich halt wirklich rund um die Uhr reinstürzen ins Spiel. Und den Schluss, ob es sich lohnt oder nicht, den müsst ihr selber für euch ziehen. Ich konnte euch einfach nur zeigen, was passiert wirklich, wenn ihr die Nacht die Konsole laufen lasst. Was gibt es an Belohnung für mich? Und ja, ich hoffe, das Video war auf alle Fälle interessant für euch. Hat euch ein wenig geholfen bei der Entscheidungsfindung. Hau ich den Strom durch für die Nacht oder lasse ich sein? Ich danke euch fürs Dabeisein und ich sage bis zum nächsten Mal. So long, goodbye. Keep gaming, euer Goodie.